Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Adventure Games Reihe. Heute geht's um die Akte Gloom City aus dem Hause Cosmos. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Adventure Games Reihe. Ich bin ein großer Fan dieser Reihe. Nicht jedes war richtig grandios, aber ich mag einfach diese Story. Und hier haben wir den Fall, die Akte Gloom City aus dem Hause Cosmos. Autoren Phil Walker Harding, beziehungsweise mit Matthew Dunstan, Hauke Gerdes, Kayleigh Anderson. Also da haben einige bei diesem Spiel mitgewirkt. Klar, düsteres Thema, ab 16 Jahre ist angegeben für 1 bis 4 Personen und geht 3x90 Minuten, weil dieses Spiel, wie die anderen auch, spielt man quasi über 3 Akte hinweg. Andere Spiele, der eine oder andere kennt diese Reihe noch gar nicht und ich habe es ja in 4 weiteren Videos auch euch die anderen Fälle vorgestellt. Es ist ein Abenteuerspiel, verknüpft mit Rätsel, ihr spielt es einmalig, da wird aber nicht zerknickt etc. Aber ihr nutzt entweder dieses Büchlein oder die App dazu. Mit der App ist es viel einfacher, weil da die ganze Story hinterlegt ist, da wird gesprochen. Ansonsten müsst ihr hier sehr viele Textpassagen vorlesen. Und angefangen hat das Ganze quasi mit dem Verlies, durchaus als Einstieg, ein Tipp, so würde ich es mal nennen. Dann ging es weiter mit Monochrome AG, beziehungsweise davor war die Vulkaninsel, habe ich euch auch vorgestellt, und Grand Hotel Abaddon ist nach wie vor mein Favorit. Es ist sehr umfangreich, hat aber tolle Rätsel, eine tolle Geschichte. Also das gleich als Information. Weitere Angaben, klar, auf der Rückseite sind noch die ganzen Exit-Spiele, Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Auch da gibt es übrigens eine eigene Reihe mit den Top-Spielen rund um Exit. Das als kleiner Ausschnitt. Aber es geht ja hier nicht um Exit, es geht um Adventure Games und letztendlich um die Akte Gloom City. Was macht man in diesem Spiel denn überhaupt? Ich habe es ein bisschen aufgebaut, beziehungsweise dankenswerterweise hat es die Silke zurückgesetzt. Und dann merkt ihr auch, ihr könnt das Spiel zwar einmal spielen, ihr kennt den Fall, die Lösung, den Werdegang, aber ihr könnt das Spiel dann durchaus weitergeben. Und das ist wirklich sehr gut gemacht und ihr spielt das quasi alleine. Lässt sich auch, gleich vorweg als Hinweis, lässt sich auch sehr gut alleine spielen. Wir haben es zu zweit gespielt, man nimmt zwei Charaktere und startet quasi in dem ersten Raum. Verknüpft wird das Ganze mit der App und da wird auch spielerisch erklärt, was ihr zu machen habt. Und das ist auch ein Vorteil. Ihr müsst hier keine Anleitung lesen. Diese Anleitung, die hier beiliegt, die habe ich nicht gelesen. Klar, wir haben die anderen Fälle auch vorher schon gespielt, aber in diese Anleitung habe ich keinen Blick reingeworfen. Wir haben gleich die Erklär-App genutzt. Es ist der Mechanismus wie bei den anderen Spielen auch. Man bewegt sich, man erkundet etc. Und das wird über die App auch sehr gut angegeben. Ansonsten müsst ihr einfach schauen, wenn ihr an einem gewissen Ort seid, dann müsst ihr die Passage raussuchen und dann vorlesen. Und das ist sehr viel Text. Dem einen oder anderen ist genau richtig. Ihr habt die Qual der Wahl. Wir haben es mit der App gespielt und es war wirklich klasse. Als Unterstützung auch, was die Stimmen angeht, da wird alles erklärt. Was macht man denn? Ich möchte ja nicht zu viel verraten. Es wird ja über 3 Bereiche gespielt, 3x90 Minuten in etwa. Teilweise ist es ein bisschen kürzer. Und letztendlich ist das Thema schon ein bisschen Thriller, Psycho-Anstalt in diesem Bereich angelehnt und deswegen auch ab 16 Jahre angegeben. Und hier heißt es ja auf der Rückseite, das kann ich ja auch nochmal ein bisschen hinterlegen, kooperatives Abenteuer in 3 Kapiteln. Also ihr spielt hier gemeinsam, ihr wollt den Fall lösen und ein Brief reißt euch aus eurem trostlosen Alltag. 3 Personen wurden entführt. Wer steckt denn dahinter? So, und das fängt schon richtig krass an und deswegen wahrscheinlich auch ab 16 teilweise, auch was die Motive und die Bilder dann angeht. Und ihr startet quasi in dem Raum und erkundet quasi jeder für sich die einzelnen Bereiche. Und je nachdem, wo ihr landet, auf 103 oder 104, dann bekommt ihr Hinweise, ihr bekommt Karten und die Karten legt ihr vor euch ab. Und die Karten nutzt ihr, um die Karten miteinander zu kombinieren oder die Karten mit dem Ort. Das könnt ihr dann nachlesen im Büchlein oder gibt es einfach in die App ein. Und es gibt euch dann an, ob kein Eintrag hinterlegt ist oder was da passiert, bekommt ihr da einen Hinweis. Entdeckt dadurch vielleicht einen der vielen Räume und ganz besonderen Dinge, die hier hinterlegt sind.
Klar, ihr wollt erfolgreich sein. Übrigens, der Bereich oder die Story zweigt dann am Ende sogar ein bisschen ab. Aber letztendlich tastet ihr euch heran und versucht quasi diesen Fall zu lösen, den ihr mit Sicherheit, ansonsten gibt es ja auch hier ja, so einen Hilfebereich, dann lösen werdet. Also ihr werdet sicherlich mit oder ohne Hilfe dann lösen und den Fall in welcher Form auch immer, wie gesagt, da gibt es Abzweigungen, auch lösen und erfolgreich sein. Dazu werdet ihr quasi am Schluss bewertet. Das kann man nutzen, das muss man nicht nutzen. Ihr habt aber hier keinen Stress, dass das Ganze auf Zeit geht. Ihr taucht ein in die Story. Und die Story sieht man schon im Büchlein. Das ist ein Schwergewicht hier bei diesem Spiel. Entdeckt die Story hier, kann man es wirklich sagen. Und je nachdem, was ihr entdeckt, kommt ihr da voran. Ihr nutzt einzelne Plättchen. Ihr könnt Schaden auch nehmen. Das wird angegeben. Ja, nicht überall, wo ihr schaut, läuft alles perfekt ab. Teilweise bekommt ihr auch durch unterschiedliche Elemente einen Schaden ab und das hat je nachdem auch Auswirkungen auf euren Charakter, aber keine Sorge, so schlimm und gravierend ist es auch nicht, aber es ist auch hier in diesem Spiel enthalten. Und so spielt ihr quasi Bereich für Bereich und es wird auch immer angegeben, wann ein Kapitel endet. Es wird auch sehr gut hinterlegt und dann kann man quasi sich alles notieren, abräumen und dann zum späteren Zeitpunkt weitermachen. Ihr solltet aber darauf achten, dass ihr auf jeden Fall ein Kapitel abschließt, also dass ihr nicht sagt, nach einer halben Stunde hört ihr auf. Ihr solltet auf jeden Fall ein Kapitel abschließen, je nachdem macht ihr gleich weiter, lasst es liegen, macht am nächsten Tag weiter. Haben wir beispielsweise gemacht, wir haben über 2 Tage gespielt. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, das abzubauen. Ihr müsst euch nur die ganzen Karten dann notieren. Gleich der Hinweis, idealerweise, ihr macht euch je nachdem ein Foto von euch, beziehungsweise vom Spielplan, wie das aussieht, wo die Figuren dann sitzen. Das bleibt euch überlassen, ist aber ein guter Hinweis für euch. Dann könnt ihr auf jeden Fall schneller weitermachen und startet quasi die App und nehmt den Eintrag dann vor. Weil immer, wo ihr seid, tippt ihr die Nummer dann ein und der Eintrag, den lest ihr vor oder der wird euch vorgelesen und früher oder später habt ihr vielleicht auch das Rätsel oder die Geschichte und die einzelnen Fälle gelöst. Ja, ich muss schon schauen, welche Bilder ich euch zeige, damit ich da nicht zu viel spoilere an einzelnen Sequenzen, weil der ein oder andere will ja selber hier diese Akte Gloom City lösen. Den Fall, den man quasi einmalig spielt, ihr kennt alles, aber hier wird nichts zerschnitten etc. Muss ich ja immer dazu sagen, weil immer der Bezug zu Exit natürlich auch da ist. Also dieses Spiel setzt ihr dann quasi wieder zurück. Ihr spielt es aber einmalig. Und das war's, dann könnt ihr es weitergeben. Ihr braucht euch nicht vorbereiten, es gibt eine sehr gute Erklär-App, wo auch nochmal sagt, ihr bewegt euch dorthin und macht dort das und das, das ist wirklich klasse gemacht. Und das ist immer oftmals der Kritikpunkt, wo bei dem Spiel hervorkommt, eigentlich kann ich die Figur die ganze Zeit nebendran stehen lassen, weil wir tippen uns durch die einzelnen Zahlen ja eh durch und erforschen den Raum, wer dann letztendlich da ist, spielt ja gar keine Rolle. Nicht ganz, weil die App, beziehungsweise im Text wird auch hinterlegt, wer ist denn jetzt da und erkundet das? Das hat nämlich Auswirkungen auf das, was ihr je nachdem dort findet. Also ihr solltet schon schauen, dass ihr mit den einzelnen Charakteren dann auf die jeweiligen Bereiche dann zieht. Das wird oftmals ein bisschen kritisiert, aber das als Hinweis, also schaut auf jeden Fall, dass ihr die jeweiligen Figuren nimmt. Und deswegen funktioniert es, habe ich auch gesagt, auch solo sehr gut. Ihr nutzt dann die Charaktere, ihr zieht dann quasi, ihr habt alles vor euch und baut das dann auf. Und so quasi geht ihr von einem Bereich zum nächsten und die Auslage wird natürlich wirklich sehr umfangreich. Bei Hotel Abaddon braucht ihr wirklich einen großen Tisch, damit ihr den Platz habt, weil ihr immer mal wieder in einen anderen Raum wieder Bezug nehmen müsst. Das ist hier ähnlich, aber bei weitem nicht so extrem wie jetzt in den vorangegangenen Fällen. Was hier aber wirklich extrem ist, und es heißt ja auch ein Story, ein Adventure Games. Die Story ist hier wirklich sehr lange. Also im Vergleich zu anderen, hier wird wirklich euch viel vorgelesen. Wir haben die App genutzt, ist eine super Erklärstimme, oder nicht Erklärstimme, aber ein Sprecher, der quasi die Story dann kundtut und immer sagt, was in dem Raum ist. Da ist eine super Atmosphäre, für uns fast schon ein Tick zu viel, weil die Story dominiert hier sehr stark. Die Rätsel sind zwar vorhanden, wo ihr kombinieren müsst, aber viel stärker rückt die Story hier in den Vordergrund. Also wer es
etwas mehr thematischer mag. Ihr könnt es ja auch vorlesen, bleibt ja euch überlassen. Aber es ist schon mehr, dass er wirklich dann zuhört und sagt, oh cool, ah okay. Und er erzählt immer noch weiter und sagt euch immer noch was. Ihr trifft auf Personen etc. Also da passiert dann doch einiges und das wird mit sehr viel Inhalt, mit sehr viel Story berücksichtigt. Das ist in keinem anderen Fall bisher da gewesen. Also das war dann doch sehr viel. Gerade noch grenzwertig, aber wer sowas mag, verknüpft mit einer tollen Story, der ist hier genau richtig. Es ist aufgeteilt in 1 bis, ne, 1 bis 3, in 3 Teile, 3x 90 Minuten. Der erste Bereich, der war wirklich fesselnd. Ich glaube, ich habe auf Instagram, glaube ich, auch ein Foto gepostet und ich war echt fasziniert, weil der erste Teil war wirklich klasse gemacht. Die Rätsel, die Kombination, wie ich Gegenstände oder Karten miteinander kombiniere, das hat richtig Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Im zweiten Teil ist es allerdings ein bisschen abgeflacht. Also da hätten wir uns ein bisschen mehr Spannung versprochen. Das war im ersten Teil schon richtig cool gemacht. Kapitel 1, sollen wir jetzt noch weitermachen? Oh, das war gerade richtig gut gewesen. Es hat Spaß gemacht. Aber es ist dann im zweiten Teil ein bisschen abgeflacht. Die Kurve geht. Ging aber zum Glück wieder ein bisschen nach oben, was den dritten Teil angeht, sofern man natürlich das mag, weil hier insbesondere im dritten Teil kamen sehr viele Textelemente zum Vorschein und es waren auch zwei, drei knifflige Rätsel dabei. Und dann merkt ihr im Anfangsbereich, je nachdem, wenn ihr solche Art von Spiele schon kennt, ihr findet euch sehr schnell zurecht. Für Anfänger vielleicht eher ein Tick zu schwer, dann schaut je nachdem mal nach Verlies oder anderen Spielen, aber wer sich schon ein bisschen auskennt mit diesen Adventure Games, der findet auch schnell die Zusammenhänge. Das geht wirklich klasse. Ist auch nicht schlimm, hat Spaß gemacht und sind tolle Elemente dabei, aber man erahnt dann doch, welche Gegenstände man zusammenpackt, um eine andere Karte, also einen neuen Gegenstand zu bekommen. Das war wirklich gut gemacht und recht einfach, außer im dritten Bereich. Da waren zwei, drei Bereiche dabei. Da muss man dann doch ein bisschen genauer überlegen. Also, wie gesagt, die Kurve sehr steil, wieder nach unten, aber sehr nach oben. Also insgesamt hat es uns Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Das Einzige, was wir, wie gesagt, haben, war der zweite Teil. Der war jetzt nicht so schön und vielleicht dem einen oder anderen, das Silke, wir haben es zu zweit gespielt, hat gemeint, ja, an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen viel Story. Also da wird erzählt und erzählt und dann haben wir gedacht, ja, wann spielen wir denn weiter? Also so schlimm war es jetzt nicht, aber es gab schon sehr viele einzelne Dialoge oder Monologe, wo wir wirklich die ganze Zeit nur zugehört haben, bis wir wieder quasi jetzt aktiv waren und quasi eine neue Karte dann ansteuern. Da übrigens noch der Hinweis, das ist bei den anderen Spielen auch so, man hat schon eine große Auslage und manchmal muss man ja die Karten nach links oder nach rechts legen und hat hier quasi wie so einen Kartenteppich dann vor sich. Ob man das vielleicht nicht ein bisschen kompakter teilweise lösen kann, stellt sich für die Zukunft einfach die Frage, weil viele Elemente, Kartenelemente braucht man quasi gar nicht mehr. Es ist die Frage, müssen die dann wirklich noch 2 Stunden ausliegen, obwohl sie je nach Tischgröße bei uns kein Problem vielleicht Platz wegnehmen. Da kann man sich vielleicht in Zukunft das eine oder andere überlegen, aber das nur als kleiner Hinweis. Ab 16 Jahre, ja. Der Elias hat zugeschaut mit seinen 9 Jahren am Anfang, aber wir haben schon gemerkt, ich weiß nicht. Also teilweise schon von der Geschichte, also jetzt nichts für 9-Jährigen beispielsweise. Er hat dann auch was anderes noch gemacht, letztendlich, wo wir gedacht haben, nee, also das ist jetzt nichts unbedingt für Kinder. Ab 12 kann man es durchaus spielen, also super. Schlimm ist nicht. Es sind halt ein paar Bereiche, es ist ein Fall mit einer Entführung, klar, und deswegen auch ab 16 Jahre hinterlegt, was die einzelnen Elemente dann angeht, was für Gegenstände man findet. Aber man kann es durchaus auch mit Jüngeren spielen. 3x90 Minuten ist hinterlegt. Ja, wir haben es, ja, 3x90, 90, nicht? So zwischen 60 und 90 Minuten haben wir gebraucht pro Level. Man muss viel entscheiden, steht auch drauf. Entdecken, erleben ist ganz hoch und Komplexität wird mit 2 von 5 Punkten angegeben, also gar nicht mal so komplex. Und gerade wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann findet man sich schnell zurecht. Gerade mit der Erklär-App, das ist super gemacht. So, lobende Worte für ein Spiel, was ich mag, was ich durchaus klasse finde, eine Reihe, die man sich durchaus auch mal als, ja, ich wieder gleich Exit-Escape-Fan dann durchaus anschauen sollte. Es macht richtig Spaß und wem solche Story-Elementen bei anderen Spielen vielleicht zu kurz kommt,
der sollte sich vielleicht mal die Adventure Games anschauen, weil letztendlich, ihr habt dann nicht viel Vorbereitung, ihr könnt sofort loslegen. Man muss allerdings, und ich sag mal, man sollte auf jeden Fall mit der App spielen. Ich wiederhole mich, wenn ihr es ohne App spielt, ihr könnt es ja mal schreiben, warum, wieso. Man kann natürlich alles vorlesen, aber gerade weil die Stimme wirklich sehr gut gemacht ist, oder die Stimme, oder verschiedenen Stimmen, da kann ich es wirklich empfehlen, dann nutzt es auf jeden Fall mit der App. Und auf der Rückseite seht ihr auch die anderen Abenteuer, also könnt ihr mal in die anderen Videos reinschauen, teilweise immer mit Bilder verknüpft, aber ohne jetzt zu viel zu spoilern, also ohne viele Hinweise, solltet ihr euch auf jeden Fall zurechtfinden. Und wer sich's holt, toller Preis übrigens, also zum aktuellen Zeitpunkt, der schaut mal über die unten genannten Links, das ist super. Also solltet ihr auf jeden Fall mal probieren, nutzt gerne die Links, da unterstützt ihr uns automatisch. Ja, Empfehlung, ganz klare Empfehlung. Also eines der Fälle solltet ihr auf jeden Fall euch mal anschauen. Vielleicht fangt ihr auch mit Verlies an. Wie gesagt, Monochromagie war auch gut gemacht. Vulkaninsel, glaube ich, hat mir damals nicht so gut gefallen. Grand Hotel Abaddon nach wie vor Platz 1. Wird es auch bleiben. Das ist auch gut gemacht. Aber ja, Grand Hotel Abaddon ist nach wie vor bei mir auf dem ersten Platz. Und dann denke ich schon gefolgt durchaus auch von dieser Akte Gloom City, wenn man es ein bisschen mehr mit Story mag. So, 100 Mal wiederholt, aber ich glaube, die wichtigsten Infos habt ihr bekommen. Ich denke, ihr wisst jetzt, ob das was für euch ist. Wenn ihr es gespielt habt, dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben, ob euer Interesse jetzt geweckt ist. Also ich bin gespannt, je nachdem auf eure Rückmeldung, früher oder später. Ansonsten beschließe ich das Ganze. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.